Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prison Architect. Und wir sind immer noch damit beschäftigt, die ganzen lieben, netten Leute hier zu trennen, beziehungsweise wir müssen noch das hier machen. Denn das hier benötigen wir nicht mehr. Das heißt, die gehen jetzt erstmal alle raus und die Wäscherei hier ist jetzt die aktuelle Wäscherei. Wollt ihr auch mal reingehen oder wollt ihr nur da drum rumstehen? Genau. So ist das richtig. Diese ist jetzt die aktuelle Wäscherei. Wir können jetzt mal hier das ganze Zeug ja, ausbauen, abbauen, wie auch immer. Denn das Ganze brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Das ist sehr gut. Hier haben wir noch ein bisschen Kapazität für einen Raum. Ich weiß bloß nicht, was wir da hier noch hinbauen sollten. Wir haben da unten das Lager. Ah, das ist natürlich... Ja, für die Küche ist das doof. Gut. Das Ganze werden wir dann umgestalten. Das heißt, wir machen das Lager hierher. Beziehungsweise, wir könnten... Wir könnten. Ich habe da schon wieder so eine komische Idee, aber wir brauchen ein bisschen Kohle. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir vielleicht schon mal ein paar Niedrige holen sollten. Damit wir einfach aus diesem Minus gleich wieder rauskommen. Wir haben 59 Gefangene jetzt noch und das sind natürlich alles böse, böse Verbrecher. Und machen wieder 101 Gewinn. Na gut, wir machen ja eh Gewinn. Also wir lassen das jetzt mal kurz so. Und die Mod, stimmt, die Mod wollte ich noch ausprobieren. Das, ich glaube, es lag an der Mod, die das Ganze hier verbessert praktisch. Weil das Lager, das muss hier hin. Also das werden wir hier hin machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir eben dann die ja, Übergangszelle einfach hier praktisch abmontieren. Abreißen. Oh, endlich gehen ein paar Nervensägen. Sehr schön. Haben wir noch Tote hier? Irgendwo rumstehen, rumliegen? Oh ja, Tatsache. Aber nicht mehr so viele jetzt zum Glück. Wir haben natürlich jetzt ein paar Wachen verloren, das ist klar. Die ruhen sich aus. Hier wurden wieder Gegenstände gefunden. Die montieren das Ganze hier jetzt noch ab. Gudi, gudi. Hier ist auch noch nichts los, ne? Ah, es ist Essenszeit, okay. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, soll ich die Übergangszelle wirklich nochmal wegmachen? Brauchen wir die Übergangszelle? Hm, gute Frage. Brauchen wir sie eigentlich? Momentan zumindest, sage ich mal, eigentlich nicht. Deswegen, komm, machen wir die Übergangszelle doch weg. Wir haben sie zwar jetzt schön dahin gebaut, aber, ja... Wie schon gesagt, momentan benötigen wir sie eigentlich nicht. So, hier haben wir das Besucherzimmer. Ich würde da eigentlich ganz gerne was ganz anderes machen. Aber das würde heißen, wir müssen wieder einiges umbauen, inklusive Einlieferung umbauen. Das hier ist der Postraum. Wir könnten die Einlieferung auf diese Seite machen. Weil dann würde das ein bisschen... schöner sein. Müssen dann aber hier anbauen, damit wir hier... Der kann da raus. Den, ich denke, den könnten wir vielleicht doch da hochsetzen. Vielleicht dann sogar einen zweiten einsetzen. Dann können wir das Ganze mit der Verhaltenstherapie und das alles ein bisschen ja, besser angehen. Hm. Also wir schon wieder so viel umbauen. Das ist das, was eigentlich immer so ein bisschen... wo ich eigentlich nicht so will. Dieses große Umbauen. Aber ab und zu... Gerade wenn man dann immer wieder merkt, das hast du doch ein bisschen doof gebaut. Dann denkt man sich doch, komm, kannst du doch anders da machen. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Sehr gut, sehr gut. So, wo sind denn eigentlich meine Herrschaften? Ach, die sind noch hier beschäftigt. Okay. Die holen das ganze Zeug da noch raus. 5 haben wir auch von euch, okay.
Hundeführer haben wir zwei, Psychologen einer. Ja, und der Rest ist klar. So, du noch mal rein. Haben wir einen Hausmeister? Ja, den haben wir. Einen. Okay. Abriegelung, Isolierung. Ah, perfekt. Jetzt tun sie schon umbauen. Was machst du denn mit dem? Was? Was soll der hier drin? Was soll die hier drin, besser gesagt? Die stecken die jetzt hier rein zum Abriegeln oder was? Drei Gefangenen zur Entlassung bereit. Das ist natürlich schön. Das freut uns. Keine gute Idee, die hier zu lassen, Leute. Aber okay. So, ja, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt hin und tu nicht genug Geld haben dafür. Okay. Was machst du? Warum steht hier eigentlich... Ja, okay, ich frage es nicht. Ich frage es nicht. Also, was ich jetzt machen möchte, ist eigentlich, ich möchte die Einlieferung hier rüber haben. Den Besucherbereich werde ich dann eben hier dran bauen mit. Ja, das ist so jetzt mal meine Idee. Die Einlieferung würde ich dann jetzt halt hier rüber schieben. Dann. Und dann würde ich gerne hier die Lieferung reinbauen. Und nebendran direkt das Lager bauen. So ist mein Plan, die Lieferung und den Export oder Abfall. Vielleicht kann ich das alles so ein bisschen hier... Ja, mit reinbauen in diesen Raum hier. So, das Lager würde ich dann praktisch hier hin machen. So ist es jetzt mal, ja, meine Idee, mein Plan. Wir haben das zwar jetzt so schön gemacht, ist auch alles supi, so wie ich es auch wollte. Aber, so gedacht, ist das vielleicht dann doch eine bessere Wahl, wenn wir das Ganze endlich mal ein bisschen besser hinkriegen. Den Psychologen, den würden wir halt hier hochstecken noch mit. Da würde ich dann nochmal umbauen ein bisschen und würde dann den Psychologen praktisch hier oben reinstecken, stellen. Und zwar brauchen wir dafür was an Vierer. Also mindestens einen kriegen wir hier hin, okay. Das ist oh, nicht so, wie ich es jetzt eigentlich gerne gehabt hätte. Dann vielleicht so. Nee, das ist. Oh. Okay. So. Ja, gucken wir dann auf jeden Fall nochmal, wie wir das Ganze machen werden. Wir gehen jetzt als erstes mal hin und bauen jetzt diesen Raum hier noch an. Ich frag mich jetzt, sollen wir das hier so komplett anbauen? Ja, komm, wir bauen das hier so komplett an. Die Tür brauchen wir da nicht. Wir bauen das also richtig hier an die Mauer an. Und hier ebenso. Da haben wir jetzt kein Geld mehr für. Einen Kredit oder so können wir, glaube ich, momentan... Oh, ja, doch. Komm, dann nehmen wir einen kleinen Kredit auf. Wir hätten auch das machen können, eigentlich. Hat's ja Drogen. Na, gut. Können wir trotzdem mal machen. Dann haben wir ein bisschen, definitiv ein bisschen mehr wieder. So, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, beziehungsweise diese Herrschaften müssen jetzt definitiv mal hier raus, Leute. Also, ich weiß nicht, was ihr euch da denkt. Aber ihr könntet die mal... Ne, in eine freie Zelle stecken. Statt sie hier zu lassen. So, unsere Wachen haben natürlich jetzt eine bessere Panzerung. Das heißt, die halten jetzt ein bisschen mehr aus. Ist natürlich auch sehr gut. So, Plan also, wie schon gerade erwähnt. Wir bauen das Lager hier hin. Und ich denke mal, wir werden dies auch so groß machen. Hier bauen wir dann eine Wand hin. Zack. Na, endlich tut er den mal wegbringen. So, jetzt haben wir 17.000 auf jeden Fall schon mal. Hier dran werde ich jetzt
Das Besucherzimmer machen. Ja, genau. Den Postraum, den machen wir dann ein kleines Stück kleiner. Aber auch nicht so viel eigentlich. Also, es sollte kein Problem geben. Hoffe ich doch. Die Herrschaften kommen hier nicht rein. Und können somit nicht arbeiten. Und jetzt gibt es wieder Ärger. Und zwar hier. Welcher Hund dreht denn hier durch? Oh. Okay. Der Hund dreht durch. So, ihr werkelt, ihr baut, ihr bastelt. Sehr gut, sehr gut. Guck mal an. Jetzt tun sie essen, okay. No. So. Eigentlich war ja da jemand stationiert, aber irgendwie wird das nichts. Okay. Ist okay, okay. Hier gibt es diese Ärger. Ich höre es schon. Da oben gibt es Ärger. Immer nur Ärger hier. So, also den Besucherraum, wie schon erwähnt, hierhin. Und dann werden wir. Wo ist der Besucherraum? Der Besucherraum. Anhörung, Einlieferung, Baumschule. Baumschule werden wir auch noch bauen. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Okay. Den basteln wir also hier hin. Können wir ruhig eine große Tür hinbauen. Das ist in Ordnung. Da gibt es wieder Ärger. Und einen Toten. Juhu, wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Juhu. Oh. Oh yeah. Da hat jemand seine Mutter oder so umgebracht. Na, ist das super. Na, bei uns wird's nicht langweilig, oder? Ist das nix? Bei uns wird's definitiv nicht langweilig. Die sitzen immer noch hier. Ah, da hat noch Isolierung, okay. Wenn sich da mal jemand, ja, ergnädigen würde und hier mal endlich die Tür hinbauen würde, dann hätte der Kollege hier es einfacher. Weil dann könnte ich ihm hier einfach mal genau das offen machen, nämlich offen lassen, besser gesagt. So, okay, Besucherraum. Wir einmal demontieren hier alles. Und dann auch mal hier in der Einlieferung gleich. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Da habe ich auch eine Mod für, die das Ganze ein bisschen schöner macht. Die Einlieferungsräume praktisch, die das Ganze ein bisschen realistischer machen sollen, so wie es auch in den amerikanischen Gefängnissen ist. Ich weiß natürlich nicht, ob es so ist in den amerikanischen Gefängnissen. Aber ich bin gerade schon wieder am Planen. Warte mal. Wir machen einmal so, einmal so. Sieht auch nicht so, ja, zusammengeklatscht aus. Jetzt habe ich sie gekauft. Sehr schlau. Ich hätte erstmal vielleicht warten sollen, bis die lieben netten Herrschaften fertig sind. Und hier machen wir mal eine Zellenblockkontrolle. Das schadet nicht. So, dann stellen wir mal noch ein paar Wachen ein. Wieder, damit wir wieder ein bisschen mehr, ja, im Überfluss, einen kleinen Überfluss haben. Das hier ist der ehemalige Besucherraum. Das hier wird jetzt die... Wo ist sie? Einlieferung werden. Das hier ist jetzt hier auch fertig. Das hier wird jetzt die Einlieferung. Hier haben wir das Lager.
Und hier eine Tür, die jetzt offen steht und die demontiert werden kann auch. Demontiert. Na gut. Wird bestimmt schon jemand machen. So, die kontrollieren jetzt mal alles hier. Habt ihr eigentlich schon... Oh ja, das Türkontrollsystem habt ihr schon eingebaut. Denn dann könnten wir mal hingehen und uns vielleicht ein paar Servomotoren leisten. Die vielleicht den ganzen Stress hier ein bisschen uns abnehmen. Ich stelle mal auch wieder auf normal. Gut, da findet er auf jeden Fall einiges. Und wir können mal wieder gucken kurz, ob wir einen Informanten haben, den wir vielleicht wieder... Schade. Nee, momentan haben wir keinen, den wir nutzen können. Aber wir haben hier eben solche Leute, die halt wirklich ja, extrem stark sind und so weiter. Ja, also wir haben hier gut Power-Leute, die Ärger machen können. Der Insasse schlägt während eines Kampfes, um einiges härter zu sein. Na klar, logisch, dieser Insasse hält mehr aus als die meisten. Keine gute Nachricht für deine Wachen, denn er widersteht manchmal sogar einen Taser-Schuss. Taser haben meine Wachen noch nicht alle, muss ich dazu sagen. Also das habe ich bis jetzt noch nicht alles eingerichtet wieder. Da haben wir einen Schreibtisch. Ich baue jetzt hier mal zwei Schreibtische ein. Vielleicht bringt das dann ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. So, das hier ist die Einlieferung. Das hier, oh, das hier mal öffnen. Diese Tür demontieren. Wieder Ärger. Irgendwo. Im Hause. So. Metalldetektor. Du hier weg. Die funktionieren auch gar nicht. Da sieht man es, ne? Also die funktionieren da irgendwie gar nicht. Das ist sehr, sehr schade und ich denke, ich werde dann bei der nächsten Aufnahme definitiv doch mal die Mod hinzufügen. Um zu gucken, ob sie dann funktionieren. Ich hoffe nur, dass ich dann nicht so viel mir kaputt mache. Weil da kommt eben noch jede Menge neues Zeug hinzu, was wir aber gar nicht alles wirklich nutzen werden. Aber ich werde das dann mal testen, ob das diese Mod vielleicht wirklich war, die das ja repariert hat sozusagen. Und wenn sie dies war, dann denke ich doch, werden wir diese Mod auch nutzen. So, hier mache ich jetzt eine Personaltür hin. Und dann werden wir die Anlieferung hier reinbauen. Und den Export, den wir auch benötigen werden, werde ich ebenfalls hier mit reinbauen. Hier auch eine Personaltür und hier eine Personaltür. Dann kann die Küche nämlich direkt ihre Sachen in Zukunft hier reinholen. Dann ist das ein bisschen einfacher. Weil hier ist eh eine Gefängnistür. Dann ist das etwas einfacher, glaube ich, für die Herrschaften. Da unten gibt es wieder Ärger. Da unten gibt es wieder Ärger. 29 Gefangene sind ohne Grund eingeschlossen. Wieso seid ihr ohne Grund eingeschlossen? Okay, hier sind ein paar. Ihr habt aber Gründe. Personal angegriffen ist für mich ein Grund. So. Das ist in Ordnung. So, der Export wird eben dann hier hingebracht. Bringt uns Geld natürlich, 450. Deswegen auch, vielleicht sollten wir uns auch noch eine Baumschule bauen.
kommt ja das ganze Gerät aus dem Ruder. Wir haben Probleme. Ja, wir haben halt eben momentan sehr viele, ja, die sehr hohen eben, die natürlich viel Geld einbrachten, aber eben auch ein höheres Risiko einbringen. Und das ist natürlich das große Problem. So, jetzt haben wir hier auch das. Jetzt können wir die ganzen Türen mal verbinden. Bei den Kameras hätte ich vielleicht noch sagen sollen, dass wir pro Monitor 8 Kameras verbinden können. Man kann auch mehr, so ist es nicht. Also besser sind 8, sage ich mal, weil eben alles, was über 8 Monitore geht, wird dann im Endeffekt nur durchgeswitcht, so wie man es eben kennt. Ja, also ein so ein Monitor kann 8 Kameras sehen oder zeigen und alles, was drüber ist, 9 und so weiter und so weiter. Hoppla, können eben nicht mehr, ja, gezeigt werden. Denn da switcht man dann praktisch durch. Ist jetzt, finde ich persönlich, nicht so gut. Aber naja, okay, wir haben hier keine Lichter drin, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht gut. Dann einmal so, einmal so. Oh, stopp, da sind Lichter drin. Hier sieht man die Lampen wenigstens noch gut. Mit der Mod sieht man die Lampen dann auch nicht mehr so gut. Das sind so ein paar Faktoren, die ich vielleicht dann noch beachten sollte. Oder ich muss wirklich hier wieder die in jedes einzelne, vor jede Tür stellen. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber na, ich denke, wir probieren dann lieber das mal mit der Mod aus. So, hier wurde der Arzt bewusstlos geschlagen. Supi! Gefangenen verarzten. Ah, den würde ich nicht verarzten. Aber vielleicht bringt es mir dann... Ja, vielleicht bringt es mir ja was. Wenn ich dann auch mal... Habe ich die Mod jetzt eigentlich drin? Ja, wenn ich diesen Panic-Button einfach mal irgendwo aufstelle. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das dann eben funktioniert mit diesem Panic-Button. Also dieser Panic-Button soll bewirken, dass die Wachen praktisch hingehen können und Hilfe rufen können. Der soll das Ganze bewirken. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn das stimmt. Probieren wir es einfach mal, ne? Ich baue jetzt da unten mal einen hin. Die haben Hunger. Warum habt ihr denn Hunger? Verhungert. Warum verhungert ihr? Ihr kriegt doch Essen immer. Ist die Zeit vielleicht zu kurz fürs Essen? Na gut, hier haben wir 2. Müssen wir mal im Auge behalten. Oder ist eben das Problem mit den Türen? Das kann natürlich auch sein. So, hier kommt der Panic-Button. Ich habe keine Ahnung, ob er funktioniert. Ich kann da selber auch nichts machen. Ja, der hat Hunger und deswegen rebelliert er jetzt. Müssen wir definitiv also mal im Sinne des Essens was machen. Müssen wir definitiv mal, da oben geht's auch wieder Ärger. Ja. Okay, das Essen müssen wir definitiv im Auge behalten. Da müssen wir vielleicht was ändern. Oje, oje. Das ist nicht gut, wenn ihr Hunger habt. Aber Leute sind hier eingestellt. Hier, und da kann ich wieder, zack, 4 Leute einstellen. Da sind 5 drin, da sind Leute. Okay, jetzt haben wir wieder überall. Wie viele Köche habe ich denn? Ich habe nur einen Koch, kann das sein? Ne, ich habe 2 Köche. Wo ist der 2.? Wenn ich mal so blöde fragen darf. Wahrscheinlich im Ruheraum, kann das sein? Ah, da, der läuft da noch rum. Okay. Wir haben Kohle. Deswegen stelle ich jetzt mal hier noch
das hin. So. Ja, gibt's wieder Ärger. Und wieder Tote. Oh. Das seid ihr aber selber dran schuld. Weißt ihr habt Hunger, weißt ihr? Ihr habt Hunger und dann stellt er so eine Scheiße an. Da kommt er auch nicht zum Essen. Warum die immer da vorne rumstehen, statt dass sie duschen zu gehen, das ist auch so ein Thema für sich. Hm. Wo ist denn jetzt die Ärztin, wenn ich mal so blöde fragen darf? Ach, wir haben nur noch einen Arzt. Ja, ist ja schön. Nimm du dir mal schnell deinen Kollegen vor, dass der dir ein bisschen helfen kann jetzt. Nee, bleib du mal hier und mach du mal bitte hier die Wachen jetzt, Mensch. Oh, dann tschüss. Sule, raus mit euch. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Aha. Die gehen jetzt darum essen. Interessant. Hauptsache den schnellsten Weg, oder was? Hauptsache den schnellsten Weg. Schon krass. So, Besucherzimmer da stationieren. Im Besucherzimmer stationieren wir immer mal zwei, würde ich sagen. Und dann tun wir hier auch mal wieder die Tür auf normal stellen. So. Tja, dann haben wir das erstmal wieder hier. Oh, was haben wir hier noch für ein Problem? Ah, hier fehlt der Bibliothekarspult. Genau, dann haben wir das erstmal wieder für die Folge. Und ich werde jetzt mal überlegen, ob ich mir die Mod jetzt noch hinzufüge oder nicht. Das werde ich jetzt mal überlegen. Ja, werde ich überlegen. Und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen versuchen, alles noch ein bisschen sicherer zu machen oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Wenn es euch gefällt, über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Ciao!